Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ich renne jetzt mal kurz hier durch Kaputorim, Torim, Norim, Torim, ich glaube Torim, ne? Kaputorim. Ich glaube das, ja, okay, keine Ahnung. Und ja, in der letzten Folge haben wir die Gigantomonster erledigt. Alle von denen, alle 11, alle zusammen. Und haben uns einen neuen Titel abgeholt und ihr standet vorher nicht hier. Oder? Du bist rich, ne? Wenn ich daran denke, dass mein Sohn von 13 Jahren weggegangen ist und nichts mehr von ihm gehört habe. Ja, wir haben ja die Gigantomonster erledigt für diesen einen Typen in diesem Wanderzelt und der hat gesagt, sein Vater hat ihn damit aufgetragen, das alles zu machen und ja, wir sollten dem Vater Bescheid geben, wenn wir den sehen. Die haben gesagt, der ist in Kaputorim und das ist er wahrscheinlich, ne? Wenn er wohl sein mag. Hey, ey, du bist nicht zufällig der Vater von Rich, oder? Du kennst Rich? Ach so, der Dings hieß Rich, okay. Ich dachte, der Vater ist so. Ja, wir haben ihn auf unseren Reisen kennengelernt. Wo ist mein Sohn? Ich glaube, er zieht wieder durchs Land zusammen mit Karin. Er ist also auf Reise, verstehe. Deswegen war er auch in keiner der Städte. Oh, wir sollten dir von Rich ausrichten, dass alle Gigantomonster besiegt wurden. Wie bitte? Die beiden haben das geschafft? Nein, das waren wir, um genau zu sein. Wir haben sogar Beweise dafür. Ach, dafür brauche ich die ganzen Objekte oder was? Dieses Stamm von den Gigantomonstern. Unglaublich, das ist einfach unglaublich. Falls du Rich auf deinen Reisen wieder treffen solltest, könntest du ihm mitteilen, dass ich die Hochzeit erlaube? Sag ihm, er soll nach Hause kommen. Okay, mache ich. Okay, das ist mal eine Ansage. Ich hoffe, die sind jetzt immer noch am gleichen Ort, ne? Weil sonst... Bitte sagt mir, die sind am gleichen Ort. Ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal durch die Gegend zu fliegen. Ich gehe jetzt einfach nach Alor. Ich weiß gar nicht, warum ich immer erst ins Luftschiff in Baul gehe. Man kann auch, glaube ich, direkt hier sich teleportieren. Wir sind noch da, Gott sei Dank. So, Story-Fortschritt. Hi. Also nicht Story-Fortschritt, was rede ich eigentlich? Ich habe deinen Vater getroffen. Ich habe ihm die Nachricht übergebracht. Wirklich? Danke. Er meinte, ihr könnt heimkommen, wann ihr wollt. Er wird eure Hochzeit erlauben. Wirklich? Vielleicht führt uns unsere Reise ja eines Tages nach Kaputorim. Das war eine gute Gelegenheit für einen Besuch. Ja. Du bist ungewöhnlich schweigsam, alter Mann. Wie meinst du das? Ich bin eben ein schweigsamer Mensch. Ich hätte mehr einen billigen Witz von dir erwartet. Was, du bist verheiratet? Dabei wollte ich dir gerade einen Antrag machen oder sowas in der Art. Nee, ich bevorzuge ältere, reife Frauen, solche wie Judith. Du verschwörst mich einfach noch nicht, Rita. Vielleicht wirst du das nie tun. Ich weiß nicht, warum du dir einbildest, dass ich dich verstehen möchte. Okay. Und jetzt nochmal nach Kaputorim gehen oder so. Keine Ahnung. Ich möchte ehrlich gesagt erstmal in diese Dungeon da reingehen. Mal gucken wir uns erstmal in Kaputorim nochmal um. Warum nicht, wenn wir schon mal hier sind, ne? Vielleicht winkt ja was Schönes, ne? Zurückblickend betrachtet ist ein Kostüm eigentlich auch nichts Wahres, ne? Ja, damit können wir irgendwie, weil nicht. Ich hätte lieber was uns, weil nicht stärker macht oder so, keine Ahnung. Eine bessere Waffe oder bessere Rüstung oder was weiß ich. Da hätten wir auf Dauer irgendwie mehr. Wo wir haben schon ganz schön heftige Sachen, ne? Heftige Rüstungen, heftige Waffen und so. Dann schon die Waffe von Yuri oder Judith. Ja, das schon über 700 machen. Haben wir überhaupt? Ja, ja, über 700 ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, über 700 klingt nicht schlecht, so was man hier so an Angriffskraft haben kann. Hey, du bist der Bayer-Schütze, was auch immer passieren mag, vermutlich. Du bist doch der Vater von. Ah. Okay, anscheinend können wir nichts machen. Schade, okay. Ja, vielleicht kann man noch nichts machen. Das ist ja immer wieder so eine Frage, ne? Ich mag so Quests nicht, die weil nicht die so kurz Zeitraffer haben, um die zu erledigen. Das ist immer sehr frustrierend bei den Tales of Spielen.
wie man sieht, 200 Spielstunden, ein bisschen liegt das auch an der Paranoia, die ich habe, nicht zu verpassen und jedes Mal hin und her zu rennen, mit allen zu reden und so. Und ja, da stapeln sich halt immer so ein paar Minuten auf, und ja, aus ein paar Minuten werden Stunden, und ja, dann sieht man ja 200 Stunden fast, ne? Ich bin immer noch nicht durch mit der Story. Leute, wir sind wahrscheinlich schon längst durch hier mit, weiß nicht, 50, 60 Stunden. Wie lange dauert ein Rollenspiel so in der Regel? 60 Stunden, würde ich sagen, ne? Also so im Vergleich, Dragon Ball Z, Kakarot, was ich angefangen habe nach diesem Spiel und noch vor diesem Spiel hier beendet habe, hat nur 60 Spielstunden gedauert. Und ja, so komplett arm an Nebenquests und Postgame-Content war das Spiel auch nicht. Aber trotzdem, ich habe das Spiel später als dieses Spiel angefangen, habe es vor diesem Spiel noch abgeschlossen. Das sagt euch schon mal so ein kleiner Vergleich, ne? Würde ich sagen. Das ist auch ein japanisches Rollenspiel, also mehr so auf Action ausgelegt und so. Kingdom Hearts 3 habe ich angefangen nach diesem Spiel, und das habe ich auch davor, vor diesem Spiel erledigt. Wahrscheinlich werde ich das DLC, wenn ich da mal irgendwann mal wieder weitermache, auch noch erledigen, bevor ich die Story ja, obwohl vielleicht nicht die Story, aber Prostkonten nicht. Ich will mich ja jetzt darauf konzentrieren, Tales of Vesperia abzuschließen, deswegen ja, ich will mal irgendwann auch mal wieder neue Sachen anfangen und so. Aber erstmal müssen die alten Projekte weg, das geht nicht. Mir, ich hoffe, ich finde nicht so viele neue Gegner, ja. Wir vielleicht auch nicht. Oh nee, ihr seid. Ihr seid Antifeuer, ne? So, du nicht. Gewesen wirst du durch meinen Angriff nicht geheilt. So, ich kann wohl wirklich nur den angreifen, also ihr kommt durch um den Rest, ne? Wie sehen die Umrandungen von dem Ding irgendwie komisch aus? Licht, was? Resistenz, Feuer. So, warum will ich überhaupt gegen die kämpfen? Ich glaube, diese Viecher, die habe ich letztens erst erkundet, ne, im letzten Part. Deswegen. Ja. Ja, der hat nicht. Na, oh, was macht ihr da? Jetzt vernünftige Dinger ein. Das ist jetzt alles die falschen Zauber ein, kann das sein? Okay, das war, weiß nicht, hätte besser sein können. Ich muss bei jemand anderen steuern als Yuri. Carol, deinen neuen Titel. Und Rita nehmen wir auch mal raus, obwohl, wenn Rita draußen ist und. Aber ich rechne ja damit, dass vielleicht noch irgendwie ein Boss oder so hier rumläuft, ne? Also. In dem Sinne. Weiß ich nicht. Sparen wir uns vielleicht mal unsere Boss-Truppe hier auf. Flammenvogel, du bist neu. Ha. Resistenz, Feuer, Schwäche, Wasser. So. Wie viel AP habt ihr? 90.000. Oder ist ja eigentlich nicht mehr so viel, ne? Jetzigen Standard, würde ich sagen. Okay, vielleicht ist Carol nicht so gut gegen diese Viecher. Na, Judith, komm mal her. Ne? Ja, sowieso den meisten Gegnern, die aus dem Weg gehen, ne? Alles, was wir ja noch nicht gesehen haben und so, das werde ich natürlich kaputt hauen, aber danach war es das auch. Hey, warte mal einen Moment, ich habe doch diese eine Fähigkeit. Warum habe ich die nicht ausgerüstet hier? Mondlichtfall. Ist ja nicht das? Ich in Luft und gegangen hat und für Klingenheber aus. Nee, wo ist diese eine?
der TP wieder erstellt. So. Na, ich habe doch gar nicht abgebrochen. Ach, ich kann da gar nicht aufladen. So, oh. Dann muss ich das so machen. Habe ich zwar da. Glaube nicht. Da, boah. Zehn, okay. So, Estelle, komm du auch mal hier rein. Beweg dich nicht, gut. Beweg dich nicht, Estelle. Haha. Eigentlich voll die gute Stadt. Ich sehe gerade, wie die Beine da voll auf die Fresse bekommen, während ich hier voll gechillt was am Boden zeichne und so. Oh, geile Kombo. Ja, okay. Nicht so doll gegen die Viecher zu kämpfen. Dauert ein bisschen lange, bis ich kaputt hau. Also, Gefühl, ich soll vielleicht noch nicht hier hin. Aber was soll's. Hm. Vielleicht sollte ich Richter doch im Team nehmen. Ohne Magie habe ich so Gefühl, ist das hier ein bisschen schwierig. Cell, heile uns bitte. Wird er so gedacht, Nachtigall, aber nee, okay, da ist eigentlich auch gut. Hier gegen die Viecher zu kämpfen ist voll nervig. Geh mal kaputt. Ja, aber ich, vor allem, ich treffe die nicht. Ey. Boah, Junge, haut die doch mal kaputt. Ey. Gut, gibt's jetzt nicht. Wenn die Gegner schon L55 sind, dann nehme ich mal an, der Boss wird noch eine ganze Ecke heftiger sein, wenn ihr ein Boss ist überhaupt. Ich nehme jetzt einfach mal stark an, das ist eine Dungeon. Und jetzt laufe ich erstmal hier mit Dings rum, obwohl ich glaube, da war noch ein Gegner, den ich noch nicht kenne, ne? So, so. So Gefühl, das wird jetzt ein bisschen chilliger. Wortwörtlich, weil Rita ein paar Wasser- und Eiszauber vielleicht auf die draufballert. Großer Kampf fahren. Nichts Neues. Tschüss. Tschüss. Habt ihr gesehen, wie ich die gegeben habe? Ah, ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat man nicht mal so ein ähnliches Dungeon irgendwie, wo das schon mal passiert ist? Hier, schieß dich mal ab. Da bringt nichts. Du bist Feuer, ne? Da ist noch wieder ein neues Viech. Na, wo muss ich denn jetzt als erstes hin? Keine Ahnung. Oh, hi, was geht? Du bist ein neues Viech. Bitte sei nicht zu schmerzhaft, nervig. Vier Stück, ehrlich. Flammenfledermaus. Sag bloß. Ja, ich. Wo ist denn der Zauber gelandet, ey? Ich habe Champagner gelesen. Von Rita. Wo ist der gelandet? Wesentlich setzt ja auch die richtigen Angriffe ein, ne? Und ich gehe da rein. Ich gehe rein. Hör auf mein Angriff. Boah, jetzt bin ich auch noch versiegelt. Okay, die haben aber nicht so krasse HP wie ein Viecher vorhin. Flammvögel. Flammflügelmann. Sel, kannst du mich kurz heilen von dem Anti-Siegel-Dingen? Danke. Au. Oh, ich gehe da rein. Ah. Geblieben. Ich kann es kaum warten, bis Carol irgendwie so ein 700 Angriffshammer oder Axt oder was auch immer bekommt.
Erstmal komme ich mit meinen riesen Zahnarztbohrer. Okay, cool. Das ist eine neue Siegespose. Animation, was auch immer. Granat. Weil ich bin ich noch nie mit der Konstellation hier durch die Gegend gerannt. Aber ist wahrscheinlich noch random, ne? Kann ja nicht jedes Mal kommen, ne? So, wir haben jetzt hier voll viele Abzweigungen. Wo soll ich denn jetzt als erstes hingehen oder als letztes? Warte mal hier. Warte mal, war hier nicht auch schon vorher was? Nee. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja, es ist passiert. Es ist schon wieder passiert, Daniro. Was ist schon wieder verirrt, du Idiot? So. Wenn ich jetzt wüsste, wo der falsche Weg ist, dann würde ich jetzt da erstmal hingehen. Repeat hat jetzt auch so ein, ui, so ein Dingen, so ein eine Fähigkeit, mit der irgendwie heilige Tränke jetzt länger anhalten. Aber ich sehe ganz ehrlich keinen Unterschied. Also ich finde, da ist immer noch genauso lang. Und ey, da wollte ich eigentlich lang, Mann. Spezialgummi. Und ach, jetzt sind bei ihr gut. Dann gucken wir mal, wo ist hier noch. Boah, kannst du mal aufhören, hier so viel Abzweigung zu geben? Hier ist ja furchtbar. Großer Raptor-Schnabel. Eine Truhe. Ja. Er ist auch voll angsteinflößend, ey. Das würde ja bedeuten, jede Brücke, über die wir hier laufen, könnte jederzeit zusammenbrechen. Stell mal vor, wir machen jetzt die Truhe auf und dann auf einmal. Das ist voll furchteinflößend. Was machen wir? Warum laufen wir hier durch die Gegend? Das ist doch Irrsinn. Bin ich der Einzige, der denkt, dass das eine schlechte Idee ist? So, und ich hoffe auch, hier ist irgendwann ein Speicherpunkt, ne? So, wie komme ich jetzt bitteschön hier durch? Muss ich die Lava abstellen? Wie soll ich denn das machen? Soll ich überhaupt hier schon rein? Ich habe so das Gefühl, wenn ich die Story machen würde, dann wäre erstmal einfacher, ne? Ich habe das Gefühl, hier ist schon ein bisschen schwieriger als was. Wo ich weiß auch gar nicht, was für ein Level so die Gegner storymäßig gerade sind, ne? Ich glaube, die gehen auch schon so auf Level 60 zu. So, hier geht's weiter, ne? Glaube ich. Hier gibt's auch schon wieder zwei, ne? So, seht ihr, heiliger Tank abgelaufen. Der hat jetzt hier so eine Dings hier, heiliger Atem. Aber ich sehe irgendwie nicht so einen Unterschied, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ist das denn da oben? Der sagt mir jetzt irgendwo ein Speicherpunkt, weil wenn ich, weiß nicht, ich nehme mal irgendwie, weiß nicht, zur Sicherheit meine Bossgruppe hier. Ja, weiß ja nie, ne? Ich hätte lieben gern Speicherpunkt. Aber danke. 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 So, 7 Stunden haben wir wieder gespielt. Also 7 Stunden habe ich schon wieder offscreen irgendwie gelevelt, gesucht, gehackstückelt, zhackt. Und ja, was ist hier? Nichts. Vielleicht sind wir auch zu früh, ja, vielleicht muss ich storymäßig irgendwann nehmen und ich bin schon viel zu früh hingegangen, ne? Weil dann hätte ich ja wohl dieses Ding nicht kaputt machen können. Und was zum? Ey, was ist das denn? Boah. Ja, vollkommen sonst hier reingegangen. Gibt's doch nicht. Ja toll, was ist denn jetzt hier? Gar nichts. Oh. Na gut, aber wir haben ja noch, wir haben ja noch 2 andere Dinger hier, die wir erkunden können.
Vielleicht gibt es da was. Und ich habe schon wieder hier irgendwie was. Wie kommt man dann da an diesen Dingen dann vorbei? Weiß ich auch nicht. Egal, vielleicht gehe ich aufs Screen noch mal rein, guck mich hier noch mal um, keine Ahnung. So aufs Erste sieht jetzt nicht so aus, ob ich hier weiterkomme. Ja, vielleicht ist das hier Postgame-Content oder so, was weiß ich. So, jetzt gehen wir erstmal wieder den ewig langen Weg nach draußen. So. Oder sah jetzt von hier so aus, als hätte ich da irgendwie noch hochgehen können, ne? Ich schneide euch mal rein, wenn ich hier was finde. Okay, ich bin mal beim nächsten Ding in Nähe. Und ja, in dem Ding war übrigens nichts drin, wo ich gerade war. Und ja, ich befinde mich gerade, keine Ahnung. Wo ist das? Das ist in der Nähe von Dings hier. Dahngest. Diesen einen Turm. Und ja, jetzt passiert hier was. Nur weil ich nicht als erstes in diesen einen Gebiet gegangen bin, das gibt es jetzt einfach nicht. Doch, ich habe die Grotte untersucht, da war nicht viel zu untersuchen und ja, haben nichts gefunden. Irgendwie geht es da nicht weiter, keine Ahnung. Und ja, jetzt sind wir hier und guck mal, was hier passiert. Ich glaube, hier wird kein Speer rauskommen. Vielleicht kannst du ihn mit dem Ring des Hexers zerstören. Oh. Ja, zerkrümmelt wie ein Keks. Trotz seiner Fehler, alter Mann, besitzt du eine gute Intuition. Was soll das heißen, trotz meiner Fehler? Lass uns reingehen. Geh nur voran, ihr ungeduldigen Haufen. Gut. Vielleicht finden wir hier eine, weiß ich, Gebiet, wo wir irgendwie was machen können. Können wir ja nochmal unseren. Weil mir ist doch genau das exakt gleiche Gebiet. Warum ist es denn jetzt hier wichtig, ob ich jetzt in diesen einen reingegangen bin zuerst oder in dem hier? Oh, das gibt's einfach nicht. Ich hab bei Musik. Ich hab so ein Piepen irgendwie gehört. Kann ich nochmal meinen Ring hochballern? Das ist also auch ein Erkrähen. Scheint mehr davon auf der Welt zu geben, als wir dachten. Meint ihr, anderswo gibt es noch mehr davon? Ich glaube schon, es gibt viele Orte auf dem Planeten, die noch keines Menschen Auge gesehen hat. Wie sieht es aus, Juri? Ich muss nur nah genug rangehen, oder? War schon wieder hochgelevelt. Ah, da haben wir es. Lass mich sehen. Die Geometrie hat sich bereits verändert. Das heißt, Zeit für einen Probeschuss. Wow, der hat sich ganz schön aufgeladen. Er ist schneller geworden und reicht jetzt weiter. Der Größe ist die Größe des Ringes Hexers nachzuurteilen, scheint er sein Limit erreicht zu haben. Das sollte für unsere Zwecke ausreichen. Ich muss schon sagen, es ist erstaunlich, wie viele verschiedene Effekte er haben kann. Also, es ist so. Meiner Meinung nach sind all diese Effekte unterschiedliche Arten, wie er mit sich selbst reagiert. Nun, die hohe Affinität von er und durch Anwendung dieser Effekte auf verschiedenen Objekte wurden die Blaster und Magie entwickelt. Konvertiertes Mana ist. Er will als Magie in verschiedenen Attribute unterteilt. Sie setzen Energie frei und werden dann wieder zu Ehe. Sollte er uns also geholfen, unseren Alltag zu bestreiten? Hm? Ja, alle wissen schon mittlerweile was. Ja, ich gebe es auf. Nein, deine Erklärungen sind nur ein bisschen zu kompliziert. Aber unsere Zivilisation, die auf Ehe und Blastia beruht, neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben immer noch Elementargeister. Ja, wir haben noch etwas Zeit, bis es sich auch damit vorbei ist und bis dahin Geld verwende es oder verliere es. Ja, du hast recht. Wir sollten dankbar sein, dass der Ring des Hexers jetzt noch nützlicher ist. Okay, erhöhte Reichweite. Wo brauchte ich das denn? Gab es bestimmt auch einige Orte, ne? Mal ganz kurz hier. Ich überlege gerade, wo kann man denn hier irgendwo noch hin? Da sind wir, da war nichts, glaube ich. Da glaube ich auch nicht. Wald. Ach, da ist Kiefmock. Ich überlege gerade, wo kommen wir denn hier hin, wo irgendwie was war? Fällt jetzt gerade gar nichts ein.
Irgendwie nicht, ne? Ja, ich werde wahrscheinlich wieder durch die ganze Welt erstmal rennen und gucken, ob wir weiterkommen an einigen Orten, ob wir, weiß ich nicht, verschiedene Orte freischalten können jetzt. Ja, das ist ganz schön weit. Ich weiß, dass da in den Dings irgendwie was war, im in den Eisschollen von was weiß ich, schlag mich tot. Dieses eine Ding konnte ich glaube ich nicht erreichen, ne? Ja, ich kann mich erinnern, dass ich einige Orte hier versucht habe abzuschießen und dann habe ich irgendwie was nicht erreicht und Juri war dann irgendwie so, also was? Okay, bin schon wieder hier. Ja, von einer anderen Perspektive oder was jetzt? Keine Ahnung. Gut, alles klar. Obwohl auf dem Ding steht, glaube ich, hier habe ich gerade gelesen, ne? Besunkene Grotte. Das heißt, sie erstrecke sich über die ganze Welt. Da gibt es 4 von den Dingern. Wegen 4 Elemente, würde ich jetzt so denken. 4 Elementare, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, kommen jetzt irgendwie, weiß nicht, an 4 verschiedenen Orten hin, aber wir kommen immer zu diesen Grotten näher anscheinend. Oh, das war kaputt gegangen. Die Flammaus war übrigens gerade in der Luft, ja, ich habe es gesehen. So. Guck mal, irgendwie sieht das ja genau gespiegelt aus. Warte mal, ist das nicht exakt der gleiche Ort? Sieht aus wie exakt der gleiche Ort, oder? Da ist wieder so ein Lavafluss und so, wo ich nicht vorbei kann. Bilde ich mir jetzt hier nur ein. Warum ist dieser kleine Weg da, wenn der sowieso, wenn man sowieso hier laufen kann? Alles klar. Vielleicht muss ich auch einfach nur langsam laufen und dann komme ich irgendwie da vorbei oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht vermassel ich mir jetzt hier irgendwann, wenn ich hier zu schnell hingehe. Die sind auf jeden Fall die gleichen Monster noch am Umlaufen, also brauche ich nicht kämpfen. So, wenn wir jetzt wieder hier an so ein Ding dran kommen und wir kommen da wieder nicht weiter, dann ja, weiß ich auch nicht. Ich würde schon gerne irgendwie, weil nicht irgendwas machen können. Ich meine, was willst du ihr geben, ne? Zu tun. Keine Ahnung. Ja, ich muss niesen. Okay. Mit Aufbau. Oh, Folterklinge 1 Beta, aber die habe ich glaube schon, ne? Oder? Ja. Oh. Alter Müll, den brauche ich doch gar nicht. Also du Spielzeug für mich jetzt, ey. So, also mal wieder hier. Ja, das sieht auch vom Aufbau hier alles genau gleich aus. Das ist auch ein Speicherpunkt. Verstehe es nicht. Bei Thron gibt es hier ein paar, aber Leuchtfeuer ummangen. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe zu den nächsten Dingen und dann gucken wir mal, was da noch passiert. Ne? Und ja, dann sehe ich euch wieder gleich. Bis später. So, ich stehe vor dem nächsten Ding und wir gehen jetzt mal rein. Das ist in der Nähe von Saphias. Und ja, ich nehme jetzt mal stark an, wir können jetzt auch hier rein, ne? Okay, keine Cutscene, alles klar. Einfach nur den kaputt machen. Ja, warum nicht? So, Nutgebiet sieht... Nee, das sieht ein bisschen anders aus. Alles klar, wollen wir mal auf, dass das da drin auch irgendwie anders aussieht.
wenn da jetzt auch wieder diese Feuergrotte ist, ne? Sonst ist das hier bisher eine, ich will jetzt nicht sagen komplette Zeitverschwendung, aber da wir jetzt schon einen besseren Ring haben, aber weiß ich nicht. Ich verstehe diesen Ort noch nicht. Vor allem, der sieht jetzt wahrscheinlich genau so aus wie in den anderen beiden Orten, ne? Aber vielleicht bin ich ja etwas zuvor eingeschnappt. Vielleicht komme ich jetzt in auch ein komplett neues Gebiet rein. Vielleicht ist ja alles aus Eis darin, weiß man ja nicht, ne? Lass mal sehen. Ich würde mir nur wünschen, der Weg hierhin wird nicht so lange dauern, ne? Ich bin jetzt hier schon 2 Minuten am Laufen und ich brauche 2 Minuten, ehrlich, um hier runterzulaufen. Das ist schon ein bisschen krass. So, hier ist jetzt alles gefroren, pass auf. Ja, sieht genauso aus wie die anderen beiden Orte. Ich verstehe es nicht. Wer hier gibt es nichts zu tun. Das ist eine Truhe. Dann sehe ich schon, wie Sachen kaputt gehen. Hi. Spezifik. Okay, wenigstens stocken wir bei den Dingern ein bisschen auf. No. Ich hoffe jetzt wirklich nur, weil mein Ring jetzt nicht irgendwie so ein Feuerelement hat, dass ich jetzt nicht Feuerviecher damit abschießen kann, ne? Das wäre ein bisschen doof. Ja, aber das sieht jetzt ja echt auch wieder genau gleich aus, ne? Güldiger Stachel. Habe ich gar nicht. Dann gib mir Grimmklauen oder so. Das sind irgendwie die Teile, die ich für alles brauche gerade. Ich will wissen, wo man die herkriegt. Also mit, ich will wissen, wo man die herkriegt, will ich natürlich nicht wissen, wo man die herkriegt. Das ist neu. Okay. Aber ich will jetzt hier noch den Rest erkunden erstmal. Okay, vielleicht sieht das Gebiet doch ein bisschen anders aus. Vielleicht ist das hier doch richtig. Also ich bin jetzt die richtige Reihenfolge gegangen, weil wenn ich jetzt hier jetzt als Zweites gegangen wäre, dann hätte ich ja meinen Ring des Hexers nicht hochleveln können, ne? Feuerbrunnen, den habe ich, glaube ich, schon. Ja, Dreck verfluchter. Also ja, wenn jetzt meine anderen Reihenfolge hier durchgegangen wäre, dann hätte das nicht geklappt, habe ich so ein Gefühl. So, ich hoffe, jetzt passiert auch irgendwie was, wenn ich jetzt da hingehe, ne? Also, Cutscene, Boss, ultimative Waffe, irgendwas. Ich bin jetzt ganz offen. Also, ob so irgendwas passiert. Ich gehe nicht schon wieder raus, ohne dass irgendwie gar nichts passiert ist. Am Ende des Tages. Gucken wir mal. So, hier. Ugh. So, komm. Nichts. Nichts. Komm schon. Was sind das für Orte? Hier warten bestimmt irgendwann voll Bosse oder so. Eine völlig überstarken Bosse, ey. So legendäre Drachen oder was weiß ich. In Final Fantasy 6. Aber überall Drachen irgendwie verteilt in der ganzen Welt. Ja, aber hier ist wieder nichts zu tun. Geil. Das heißt, wir kommen ja irgendwann zurück, nehme ich mal an, wenn mir was passiert, wann auch immer das sein mag. Ich will jetzt mal, ich komme jetzt einfach mal, nachdem ich die Story beendet habe, zurück, damit ich jetzt hier nicht jedes Mal rein muss. Gut, ich gehe noch mal in die Eisschollen von Saphias, so heißt das, glaube ich, ne? Und gucke, ob ich irgendwie dieses eine Ding kaputt machen kann mit dem Ring. Und ja, dann weiß ich nicht, kommen ja so ein paar Sachen hier, die ich dranhänge, wo ich vielleicht mache noch den Kampf gegen Druid und Gouch. Ich weiß es nicht. Ich lasse mir schon mal einfallen. Wir sehen uns also auf jeden Fall jetzt noch gleich. Also bis gleich. Okay, ich habe noch so ein Ding gefunden. Also ja, hier, das sind die wir schon besucht haben. Die sind da und da. Aber ich bin hier und ja, da ist noch so ein Ding. Anscheinend gibt es doch 4 von diesen Dingern. Habe ich jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hätte gedacht, das wären nur 3 gewesen. Und ja,
Dann schauen wir hier auch noch mal rein und besuchen diese Grotte, in der wahrscheinlich nichts drin ist. Erkräne. Also ich hoffe jetzt, es gibt auch 4 und dass es jetzt noch 5 gibt oder so, ne? Erkräne, Josoria, Desia, Tablizia, Elitia. Also nicht, gibt es noch mehr von den Dingern, ich weiß es nicht. Ich schaue mich noch mal um, aber ich würde sagen, 4 reicht doch, oder? Ich weiß nicht, warum ich die mit den 4 Geistern jetzt irgendwie in Verbindung setze, aber 4 erschließt sich für mich irgendwie, ist eine passende Zahl. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, es gibt 4, aber ich werde noch nicht durch die Gegend fliegen und gucken, ob ich noch mehr von diesen Dingern finde. Aber ich meine, so viele dürfte es doch eigentlich nicht geben, ne? Ich habe nicht so viele schon hier überflogen die ganze Zeit. Zuerst mal gehen wir hier wieder rein und holen uns nichts, ne? So läuft das hier ab. Ich schätze jetzt mal, in der Feuergrotte hier wird es auch nichts geben, aber ich könnte mich natürlich irren, ne? So, schon wieder 2 Minuten hier durch die Gegend gerannt, ich bin noch nicht mal da drin. Ja, das Schlimmste ist der ganze Weg hier rein und raus zu rennen, ne? Das ist ein bisschen nervig. Ich meine, da hätten sie auch irgendwie, also nicht Abkürzungen machen können. So, jetzt aber wieder hier in großen Grotten voller nichts mit sehr langweiligen Truhen. Hey. Ganz auf das Zeug, was ich hier drin finde, ist auch nicht so. Das ist nicht mal wert. Die Gegner, die ich hier bekämpfe, dauern ein bisschen zu lange zu bekämpfen. Ich sehe bis jetzt noch nichts Positives an diesem Ort. Mystische Kugel, die habe ich noch nicht so oft, aber ich bin mir ziemlich sicher, die kann ich irgendwo farmen, wenn ich wollte. Da ist ja wieder so eine Brücke und mit so ein Lava-Dingen, ne? Ja, da oben. Das Gebiet sieht genauso aus wie, ich glaube, das erste Brandverbreiter. Das ist eine neue Waffe, glaube ich. Glaube ich. Nö. Aber nicht mal eine neue Waffe. Ich habe das doch schon alles hergestellt, Leute. Ey. Na, jetzt geht's hier nach links. Ist noch mal so ein Dingen. Arima, den habe ich doch auch schon. So, hier ist wieder nix, ne? Pass auf, ja. Was ist das für ein Ort? Warum ist hier nichts los? Ja, aber dann sehe ich euch wieder im nächsten Ding. Ich werde nur den Rest der Grotte erkunden und den mittelmäßigen Loot hier einsammeln. Und dann sehen wir uns dann, was auch immer ich als nächstes mache. Also bis gleich. So, gucken wir mal. Wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, ich müsste so schießen. Was? Was? Das Ding konnte ich doch von hier aus locker erreichen. Ich, oh. Okay. Keine Ahnung. Oh, was ist hier drin? Lapis Lazuli. Warte mal. Was? Reduziert Zeit der Unbeweglichkeit nach Verwendung um 50%. Nach Verwendung von was? Boah. Ich habe ein Item bekommen, das kaputt ist. Von dem ich jedenfalls noch nicht weiß, was das macht. Verwendung von Zauber, Verwendung von Items, ich verstehe nicht. Also ein Bild, ich halt nur ein Uhr, sieht ja alles ein bisschen mehr geschmolzen aus. Na gut, okay, weiß nicht. War's. Weiter gibt es hier nichts mehr zu sehen. Aha. Ich wusste ja, nochmal hinzukommen, war eine gute Idee, nachdem wir hier mit diese kleine Szene mit Alfred bzw. Cypher gesehen haben.
Und hatte ich recht, ey. Hey, darf ich dich mal was fragen, Patty? Klar, worum geht's denn? Cypher hat dieses Grad gebaut, richtig? Ja, so viel haben wir inzwischen festgestellt. Aber was genau ist auf der schwarzen Hoffnung eigentlich passiert? Warum sind alle an Bord plötzlich zu Monstern geworden? Seit unserem Treffen mit Cypher hatte ich eine Theorie dazu. Ich habe mal gelesen, dass ein plötzliches Eintreten von Lichter eher so etwas mit dem Körper anstellen kann. Es kommt häufiger vor, als man denkt. Aber wer würde so etwas tun und warum? Ich tippe auf Alexei. Ich hätte nie gedacht, diesen Namen noch mal zu hören. In Alexeis Auftrag diskutierte Sirenenzahn die schwarze Hoffnung. Er könnte an Bord des Schiffs irgendeine Formel eingesetzt haben. Deswegen war sie dauernd so wütend auf ihn, ne? Das macht aber irgendwie keinen Sinn. Sie hat doch ihre Erinnerung erst seit kurzem wieder. Also, warum war sie dann wütend auf ihn? Sie hätte sich doch gar nicht erinnern müssen an ihn. Er hat eine gesamte Mannschaft herumexperimentiert. Oh, das ist furchtbar. Ja, das klingt ziemlich einleuchtend. Inwiefern einleuchtend? Und ich vermute, er hat versucht, die Kinder des Vollmonds zu beschwören. Die sind ungefähr so mächtig wie Estelle und er brauchte ihre Macht, um Saude wieder zum Leben zu erwecken. Und dieser miese Plan verwandelte Cypher und alle anderen in Monster. Monster, die Cypher mit seiner Klinge von ihren Elend befreite. Und Alfred wurde dafür verantwortlich gemacht. Sorge dich nicht um mich, ich habe nicht ansatzweise so gelitten wie Cypher und die anderen. Ich habe getan, was ich tun musste. Ich wünsche nur, ich wäre nicht verletzt worden. Patty. Aber das ist alles vorüber. Alexei ist auch tot. Gehörten der Hut und das Schwert Cypher? Ei. Diese Gegenstände waren es, die mir halfen, mein Gedächtnis wieder zu erlangen. Ach da, okay, das macht mehr Sinn, glaube ich. Ich kann nicht fassen, dass du dein Gedächtnis die ganze Zeit schon zurück hattest. Du sagst also, dass hier ist auch Cyphers letzte Ruhestätte. Wie bitte? Nachdem Cypher sich verwandelt hatte, wollte er sich vermutlich selbst vom Erdboden tilgen. Er hat sich also sein eigenes Grab geschaufelt. Cypher. Meinst du wieder? Du kennst doch mein Motto, oder? Heulen bringt gar nichts. Dann gehen wir besser. Ich werde wiederkommen, Cypher. So, ich habe gewusst, hier nochmal zurückzukommen. War jetzt zeitlich gut. So, jetzt gehen wir nochmal nach links, gucken mal, ob da was zu machen ist. Aber ich glaube nicht, ne? Mir ist auch noch ein Ort eingefallen, wo wir den Ring des Hexers noch ausprobieren können und Sachen kaputt machen können. Und zwar, ich habe den Namen dieses Orts vergessen, wo wir Sylph bekommen haben. Da waren, glaube ich, eine Menge Steine irgendwie im Weg, die ich noch nicht kaputt machen konnte. Also können wir da mal irgendwie durchrennen und gucken, ob wir da noch ein paar Schätze finden. Ansonsten fällt mir jetzt gerade kein anderer Ort ein. Ich bin jetzt so mal, weiß nicht, ich habe mir die Orte hier so angeguckt, so und bin irgendwie so im Kopf durchgegangen, so, warte mal, ist da irgendwas zum Zerstören, ja oder nein, weil ich jetzt nicht unbedingt dahin durchrennen wollte und so, ne. Aber der einzige Ort, der mir jetzt noch eingefallen ist, ist hier der Ort von Sylph, also wo wir Sylph bekommen haben. Und da können wir mal schnell hin und gucken. Weil da weiß ich, da sind ein paar Sachen zum kaputt machen. Dingens in Mount Temsa, da waren auch ein paar Felsen, aber die haben wir schon alle kaputt gemacht, ne? Also ist das, glaube ich, so der einzige Ort jetzt noch. Oder war hier auch noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Saude, die Eisling haben wir gerade geguckt. Da war, glaube ich, auch nichts, außer wir können jetzt irgendwie was mit dem Lampen machen. Da war, glaube ich, auch nichts. Da waren wir gerade. Also ja, Relevise Senke. Also ja, das ist der einzige Ort, der mir jetzt noch einfällt, wo wir Sachen kaputt machen können. So. Hey, wo bist du denn hergekommen? Ich fühle mich hier einfach zu Hause. Es beruhigt mich. Hör mal, als ich von zu Hause der Zauder herabfiel, da hast du mich gerettet, oder? Du hättest das allein nicht geschafft. In der Tat. Also warst du auch bei den Sanden von Korgo. Juro dachte dich dort gesehen zu haben.
In anderen Worten, hast du mir schon zweimal die Haut gerettet. Dann bedanke dich besser bei ihr. Nein, ein Dank ist nicht nötig. Die Dinge haben sich wirklich so entwickelt. Wie du leider feststellen wirst, neigen Leute, die man rettet, dazu, ziemlich dankbar zu sein. Ich sollte auch erwähnen, dass Duke mir auftrug, dich zu retten. Warum hast du Duke so sehr unterstützt? Was hast du dir davon versprochen? Vielleicht wäre die bessere Frage, auf wen sie abfährt. Hm? Bist du verliebt? Ich hatte nicht in Betracht gezogen, dass ich mich mal emotional verbunden fühlen könnte. Und warum dann? Um Vaters Vermächtnis weiterzuführen. Ihr Vater? Vater begleitete Duke auf einer langen Reise und kämpfte stets Seite an Seite mit ihm. Wenig vermochte ihn zu berühren, aber Dukes Reise bereitete ihm unaussprechliche Freude. Wow, meine Nase juckt voll. Sie wurden enge Freunde und so empfand ich eine Schuld, dies zu begleichen. Ah, du bist also ein Lucifer. Du bist also Lucifers Tochter. Wow, eine komplette Entlexia-Familie. Das ist unglaublich selten. Insbesondere deshalb, da wir Entlexia uns dazu entwickelt haben, von er selbst hervorgebracht zu werden. Ah, kein Wunder, dass ihr alle so einzigartig aussieht. Abgesehen von meinem Vater und mir habe ich noch keinen anderen Entlexia kennengelernt, der Verwandte hat. Und doch fühle ich mich genau wie ihr, wenn es um Familie geht. Ich hatte das Gefühl, dem engsten Freund meines Vaters helfen zu müssen. Haben auch die Ritter im Namen Dukes gehandelt? Ich schätze, die haben nur Alexa im Auge behalten. Dann haben sie seine Bewegungen an Duke vermeldet, oder? Korrekt, das letztendlich entschied sich gut. Doch letztendlich entschied sich Duke für den schwierigen Pfad. Noch ist Zeit, wenn wir einen Fagus besiegen können, dann muss Duke nicht kämpfen. Ja, du meinst, wir können ihn aus dem Spiel nehmen. Es ist wahr, er würde unversehrt davor entkommen, mein Gott. Vielleicht könnte er sogar zu einem friedlichen Leben voller Ruhe zurückkehren. Also wenn ich euch richtig verstehe, müssen wir diese Biester am Himmel loswerden. Bis gestern. Ja, verdammt. Heldenmutige Vesperia. Hey, Sylphie. So wie du von ihm sprichst, das ist Liebe, Kleines. Ich, auch wenn es so ist, es liegt in der Vergangenheit. Ich bin kein Chroma mehr. Ich bin jetzt ein Geist des Windes, die sanfte Brise in seinem Rücken. Das leiste Flüstern in den Bäumen, das ihn in Sicherheit führt. Leiste, das leise, meinst du? Keine Ahnung. Da war, glaube ich, ein Schreibfehler, aber ich sag ja nichts. So, dann rennen wir ja nochmal durch. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier eine Katze, ehrlich gesagt, kommt. Also wenn ich aktiv auf der Suche nach solchen Sachen bin, dann finde ich echt selten was, ne? Aber Prinzessin auf Hochturm, oh cool. Oh nein, ich werde mit dir zusammenstoßen. Geh mir bitte aus dem Weg. Cool. Mir fällt auch ein, ich habe noch gar nicht von Dings hier, von Carol irgendwie hier ausprobiert. Der. Wen haben wir denn alles? 2, 3, 4, 5. Also mit Repeat nicht mitgerechnet, müssen wir 8 Charaktere haben, ne? Also Patty, Flynn und Raven fehlen, glaube ich, noch, ne? Cool. So, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, hier so ein Busch noch zu finden. Ich habe ehrlich gesagt so die Felsen noch im Kopf gehabt. Aber gucken wir mal. Meine ich, nehme alles, was mir ja angeboten wird. Okay, so ruhig jetzt irgendwie. Ist überhaupt Musik? Ja, doch so leise irgendwie. Wie wurde ich da bitte schön von hinten angegriffen? Ich kann Bock gerade zu kämpfen. Ich will eigentlich hier wichtigere Sachen machen. Wie das hier zum Beispiel. Na, das ist auch verbrennbar. Was? Roter Salbei. Ne. Muss ich jetzt gerade nicht unbedingt haben. Was ist das denn für ein Ding? Ich auch schon mal dagegen gekämpft. Ja, anscheinend schon. Das ist irgendwie so neu und
selten aus wie so ein Metallschleim aus der Dragon Quest Serie. Ja, ein voll viel XP geben, die aber voll schwer zu erledigen sind. So, wir haben so eine Puppe bekommen. Ich meine, das ist auch was, aber ich hätte gern noch was Herzhaftes, was sich so auf Dauer lohnt. Eine neue Waffe, ultimative Waffe, da wäre nicht schlecht, ne? Irgendwie so was. Wusch. Ja, ich hätte schon mit den Ringen Level 4 hier kommen können dann, ne? Sag mir nicht, da sind überall nur so Kräuter versteckt. Ich meine, so sehr fixiert auf Stat Boosts bin ich jetzt nicht hier. Na, oh, ich habe nicht gesehen, dass mein Dings abgelaufen ist. Sagt euch, ich merke keinen Unterschied hier mit diesem einen Effekt von Repeat. Das angeblich heilige Tränke länger anhalten. Ich, für mich ist länger irgendwie, wenn, weiß ich nicht. Na, oh mein Gott, ich habe vergessen. Oh, ich habe das meiste Zeug um mich herum gesehen und habe gedacht, ja, ist jetzt an. Ja, dann ja, mein Gehirn war ausgeschaltet da, in dem Moment. Keine Ahnung, mit Verlängerung von heiligen Trank verstehe ich irgendwie so, ja, du setzt das jetzt ein und du kannst durch das ganze Dungeon hier rein und raus rennen und das ist immer noch nicht abgelaufen. Das ist für mich eine Verlängerung. Na, warte mal, ich glaube, da oben war es. Ich möchte mal durch das ganze Gebiet hier durchrennen, ey. Glaubt man, ey. Hauptsache, ich stehen sich hier nicht ja voll in dem Weg, damit ich hier auch durch kann. So wie er zum Beispiel, das wäre schon wieder böse ausgegangen. Ich glaube, hier war noch was, ne? Nö. Blödig, Geräusche. Blödig. Hallo, Ken. Hallo, Ken. Boah, ich bin im Boden. Fällt aber echt kein Ort jetzt nur ein, wo ich noch mal mit dem Level 4 oder 5er Dingern was machen könnte. Da muss man mehr. Ich konnte bis jetzt nur zwei Orte hier mit vernünftig erkunden. Kann irgendwie nicht sein. Das ist jetzt der zweite Ort, wo ich mit einem besseren Ring irgendwie was machen kann. Muss man nachdenken. Oder ich muss gleich nochmal echt durch alle Quests, durch alle Dungeons hier rumlaufen, worauf ich echt gar keinen Bock habe hier. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so, hier kann ich wieder normal raus. Gut. Mein Ding ist abgelaufen. Geil. Irgendwas muss ja noch sein. Bitte lass da nicht irgendwie Kamille oder irgendwie sowas drin sein, ne? Ja, voll langweilig. Hier ist, glaube ich, noch was gewesen, ne? Ja. Stehst jetzt genau davor, ey. Ja, die Gegner rennen wieder weg. Das tut überraschend wenig passiert in letzter Zeit, aber trotzdem ist es immer noch da. Boom. Zack. Weg bist du. Ich glaube, weil meine Charaktere einfach zu schnell sind und ja, die können nicht mehr wegrennen. Ja, da ist noch eine Truhe. Mercurius. Habe ich die schon? Ich glaube ja, ne? Nö. Was? Ein Schwert aus Quecksilber. Es möglich, den Träger dem Schwert eine beliebige Form zu geben. Okay. Das Ding ist voll schwach und hat keine Fähigkeit. Ist das auch eine Dingens? Eine Teufelswaffe? Stelle ich mir jetzt irgendwie nicht so vor. Das müsste halt doch irgendwie, weiß ich nicht, das dämonische Schwert, das dafür bekannt ist, Seelen zu fressen, irgendwie so eine Beschreibung haben. Boah, jetzt echt. Vor allem, die bewegen sich aber auch nicht weg, ne? Boah. Ey, du willst mich auf den Arm nehmen. Ich habe eine Idee. Na komm, auf mich los.
jetzt geh weg. Ich bin klüger als das Spiel. Na kommt schon direkt. Hey, das heißt, ich müsste jetzt schon wieder zwei Kämpfe machen. Uff. Einfach so klatsch. Dann war er aber tot. Hier war noch eine Truhe, ne? Hey, irgendwo war ich, irgendwo habe ich noch eine Truhe gesehen gerade. Nur wo? Wie komme ich da hin? War jetzt nicht echt, oder? Okay. Also nix. Ist eine Truhe, aber so eine Sackgasse. Da ist noch ein Büschchen. Boom. Aber da geht es nach unten. Irgendwie oben war da eine Truhe, die mir empfehlen war. Außer ich komme jetzt hier den ganzen Weg so. Nach links, was? Boah, ehrlich? Boah. Ja, der kotzt mich so an. Also ja. Boom. Na gut. Guck mal, was hier noch ist. Geht man hier so tief rein? Boah, und dann all das für das, ey. Gut, ich noch mal zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie ich an diese eine Truhe noch drankomme. Da war noch eine Truhe. Aber die werde ich dann, weiß ich nicht, auf Screen einsammeln, weil ich jetzt keinen Bock jetzt, ja, boah. Und die ganzen Kämpfe, ich, wir gehen auch das heilige Kraut und so was aus, heilige Tränke und so. Und ja, ich sehe euch dann, wenn ich die letzte Truhe gefunden habe. Und ja, also bis gleich.